Hallo, liebe Sims-Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Let's Play von den Sims. Wir an die Arbeit. Oh, und er muss mal ganz schön dringlich. Alltagskleidung aber danach bitte anziehen. Und dann gehe ich doch mal ganz schnell hier mit dir hin. Vom Bauch. Stinken tut er auch noch, das ist ja ganz toll. Kannst ja auch noch mal duschen gehen. Die Musik muss ja auch nicht eigentlich die ganze Zeit jetzt laufen, ne? Was ist hier mit Zusatzhausaufgaben beenden? Wieso? Die hat er doch beendet. Warum willst du das dir wünschen? Shell müsste sein. Ja, das kannst du ja auch. Du kannst ja aber irgendwie keine Dummheiten machen, ne? Schade. Ja, wie gesagt, du kannst ja gleich duschen gehen. Bleib mal ganz locker. Ach so, ja, du hast. Die ist ja eigentlich ja eh jetzt gleich duschen. Okay, da halt eben deine Schwester noch nicht wach ist. Nimmst du dir halt eben ein Törtchen gleich. Was ist eigentlich das hier? Klassische Vanille. Kann man damit was machen? Ich kann damit nichts machen. Das ist schön. Sie hat irgendwann auch dann Hunger, aber die schlafen eh noch. Er muss mal irgendwann. Okay. Ja, vielleicht wacht er irgendwann ja auch auf, deswegen. Was ist das? Ach ja, verspielt werden. Ich hab solchen Hunger. Ich sterbe gleich. Ich brauch was zu essen. Nehme ich mir halt eben ein Törtchen. Meine Schwester mal so blöd ist und mir nochmal für uns mal richtig kochen kann. Mutter war damals besser. Mutigen Anmachspruch bei jemandem ablassen. Interessant. Oh, ich wollte doch eigentlich noch den Tisch eigentlich nur umstellen. Na, vielleicht kann er auch einmal. Er ist ja einmal, denke ich mal, fertig mit seinem Törtchen, bevor die anderen jetzt gleich aufstehen. Vielleicht sollte er dann mal programmieren, vor allen Dingen üben, wenn er halt eben wirklich irgendwie schelmisch werden will und vor allen Dingen, dass wir dann irgendwann das da wirklich nochmal ändern. So, jetzt aber. Ich will jetzt endlich diesen Tisch. So. Du weg. Geht das eigentlich? Das müsste doch gehen, ne? Ja, besser. Ich bin jetzt glücklich darüber. Genauso will ich es auch haben. So, dann will ich doch mal programmieren. Hat die Programmierfähigkeit erworben. Oh, Oh Mensch. Setz Oberon, dich einmal nur ran und dann, na, weißt du schon, was zu tun ist. Es ist immer toll. Ja, kannst ja Musik dabei hören. Ah, ich finde das echt toll. Was sind das hier eigentlich? Das sind, also ich kann brauchen Gänseblümchen. Und du bist du auch eins? Nee, du bist eine Chrysantheme. Okay. Sonst hatten wir jetzt wirklich gar keine, ne? Ach, seht ihr, ich wollte ja auch noch. Wartet mal, das können wir mal eben machen. So, das Puppenhaus verkaufe ich jetzt einfach mal. Ich verkaufe auch mal das Boot. Ich verkaufe auch das hier mal, weil die Türchen-Dings kann ich ja mal drin lassen.
Und dann kann ich ja hier mal noch mal draußen sagen. Und dann mache ich hier mal ein paar mehr Pflanzkübel mal hin. Vielleicht auch noch mal hier irgendwie noch mal so ein größeres Ding. Dann hier vielleicht noch mal so ein kleineres. Hier vielleicht dann auch noch mal mit hin. Genau. Was nehme ich denn mal hier für draußen für den Tisch? Nimm mal hier den. Und dann nehme ich diese Stühle mal. Der ist ganz nett. Achso, ist gar kein Tisch zum Dransitzen oder was? Nee, dann will ich dich nicht. Ich will einen Tisch zum Dransitzen haben. Terrassentisch mit Glasplatte. Warum konnte ich jetzt mit die Stühle da nicht ranstellen dann? Dann nimm halt eben den hier. So. Dann brauche ich irgendetwas. Ja, sowas hier. Ach, jetzt geht das hier oder was? Interessant. Oh ja, hier einen neuen Briefkasten vielleicht mal. Wie wär's denn hier mal mit so einem richtig modernen Briefkasten aus anderen Welten? Erhalte deine Post wie in einem Weltraumabenteuer. Verabschiede dich vom langweiligen Gang zum Briefkasten und sorge dafür, dass deine Sims sich auf ihre Rechnung und Werbepost freuen. Wer weiß, vielleicht enthält dieser wunderschöne, futuristische Kasten ja eines Tages wirklich etwas, das nicht von dieser Welt ist. Ja, doch, ein Weiß, das gefällt mir dann doch besser. Der kommt denn da so hin? Oh, guck mal, wir können hier sogar Plastiktonne und das hier Tonne auf Rädern. Irgendwie finde ich die schöner. Diese Mülltonne aus Hartplastik opfert sich klaglos deinem Müll. Wo ich brauche das ja eigentlich gar nicht, ne? Aber ich möchte das irgendwie, weil das sieht irgendwie dann so ein bisschen schöner aus. Oh ja. Vollrio von Grillmania. Erlebe die hochmoderne Propangas-Technologie von Grillmania. Mit diesem Spitzengrill gehören arme Würstchen der Vergangenheit an. Achso, Farbe. Oh, in Rot, das gefällt mir. So, wie wär's denn nochmal ein bisschen mit Licht? Das hier finde ich ganz nett. Auch noch mal hier so ein bisschen. Hier vorne auch beim Grill. Und dann hier. 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 Und hier. Nochmal. Genau. Sowas finde ich auch immer voll toll. Was für die Vögel oder so. Wo sie dann drin rumfliegen können. Oder hier auch nochmal hier sowas Schönes. Ja.
Gut. So, jetzt geht's aber weiter hier im Text. Oh, ich finde das so schön eingerichtet. Ach, das hätte ich auch verkaufen können. Ach. Oh, er ist ein bisschen fiebrig. Da mach dir mal nachher einen schwarzen Tee mal. Treten, okay. Dann hör mal lieber mal kurz auf. Und dann mach dir mal wirklich jetzt einen Tee mal besser. Oh, ich brauche einen Tee. Ich fühle mich irgendwie total komisch. Dafür brauche ich erstmal einen Tee. Ah ja, Samen oder so hatte sie jetzt gar nicht mehr, ne? Nee. Manchmal Samen kaufen. Gemüse, Kräuter vor allen Dingen auch mal. Und dann nochmal vielleicht Früchte. Und das nochmal. So, vielen Dank für deine Bestellung. Ja, bitte. Dann können wir dann beim nächsten Mal so sie ein bisschen was pflanzen lassen. Also wirklich weg vom Geld sind sie jetzt auch nicht, ne? Also denen geht's ja immer noch richtig gut. Das ist gut zu wissen. Kannst du dir eigentlich jetzt eigentlich auch denn schon einen Job suchen? Ja, stimmt. Krank melden sich in der Schule krank melden. Ah. Das ist, finde ich, toll, dass er sich jetzt eigentlich auch schon so gesehen eigentlich einen Job suchen schon kann. Ich meine, ja gut, warum nicht, ne? Er ist wach. Dann ändere mal deine Kleidung. Dann verwenden und Hände waschen, dann bitte. Oh, ich muss mal wohl trinken. Guten Morgen, mein Sohn. Guten Morgen, Papa. Oh, guck mal, er ist sofort konzentriert auf einmal durch den schwarzen Tee. Krankheit mit Medizin heilen. Okay. Dann mach mal Bestellungen, Medizin kaufen. Ja. Okay, und dann Medizin nehmen. Vielen Dank für die Bestellung. So. Achso, ich wollte schon sagen. Nee, du nimmst dir auch erstmal ein Törtchen, bitte. Fernsehen, okay. Kanal schauen, weil die Comedy. Was war das jetzt? Lennart muss uns ca. einer Stunde zur Arbeit. Der muss ja arbeiten. So, ich lösche jetzt mal alle Nachrichten mal eben. Das wusste ich ja ganz und gar nicht. Wie gut, dass er dann jetzt wach ist. Und schon mal isst. Das wäre was geworden, ey. Gut, dass wir mal die Benachrichtigung bekommen. Ah, guck mal, wie toll ich tanzen kann. Yeah. Was machst du da? Warum hüpfst du vor ihm so auf? Dein Sohn ist merkwürdig. Anstatt sich dann auch irgendwie nochmal dich dazu zu setzen, ne? Nö. Hä, hat er das Hörchen schon auf? Tatsächlich. Der war ja schneller. Drin. Oh, komm her, mein Sohn. Und oh, Luke bei der hat schon seine Hausaufgaben, aber schon fertig. Da kannst du nichts mehr helfen. Eine Spülmaschine kaufen. Soll ich das wirklich für die Sims machen? Warum eigentlich nicht, oder? Ich meine, oh, der hat den ganzen Haar genommen. Wenn man nicht auf die aufpasst, ne?
Ich glaube, die waren hier mit drin. Nee. Hier mit drin? Wo sind denn noch die Geschirrspüler hin? Hä? Sanitäroberflächen. Sanitär. Elektronik. Hä? Guck mal, was wir alles so haben. Ich guck mal ganz kurz hier irgendwie. Weil ich verstehe gerade nie nochmal, wo gibt's denn hier das noch? Das war doch sonst immer hier irgendwie doch mit drin, oder nicht? Ich bin gerade doof, glaube ich. Ich weiß nicht mal, wo die Geschirrspüler gibt's. Ach. Darauf soll man kommen? Welche passt denn besser mal rein? Ich glaube, eine graue. Und warum isst du denn dann? Du denn ein Gartensalat? Outfit ändern, Alltagskleidung. Oh Mann, sie macht doch immer sonst immer doch das Frühstück. Achso, ja. So, wir haben wieder ordentlich Geld bekommen. Dann denke ich mal, das war's erstmal wieder von den Sims. 4 mit der Staffel 2 an die Arbeit, denn jetzt ist zur Arbeit. Okay, mit Kollegen Kontakt aufnehmen. Ja, ja, komm vorbei. So, ich hoffe, ihr schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein, wenn das heißt, die Sims 4 an die Arbeit. Über Kommentarbewertungen und Abos würde ich mich natürlich auch voll freuen. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss! Oh.